Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, der Weg, die Reise, die Pilgerroute, die Prozession, all das ist eine tiefe Bildrealität für das Christentum als solches, für unseren Glauben. Der Weg ist die älteste Bezeichnung für das Christentum im Neuen Testament. Anhänger des neuen Weges, so heißt es in der Apostelgeschichte. Und das pilgernde Volk Gottes ist zu einem sehr, wenn man so will, prominenten Bild geworden. Das letzte Konzil benutzt viele unterschiedliche Bilder, biblische Bilder für die Kirche. Aber das wandernde, pilgernde Volk Gottes ist sozusagen deshalb so prominent, weil es so gerne benutzt wird. Es wird oft zitiert. Und viele sagen, es ist das Bild, in dem sich die Kirche heutzutage am besten wiederfindet. Aber schauen wir einmal tiefer, was das bedeutet, wanderndes Volk auf dem Weg zu sein. Das heißt doch auch aufbrechen, etwas zu verlassen, fremd zu sein, neu anzufangen. Es bedeutet Heimatlosigkeit und Unsicherheit. All dies sind essentielle Punkte christlichen Glaubens. Und wir lernen sie heute neu im Evangelium, das wir gehört haben. All diese Punkte. Wenn Jesus die Jünger fragt, für wen halten mich die Leute? Dann werden so Fixpunkte, feste Stationen wiedergegeben. Man ordnet Jesus ein in die Reihe der Propheten. Das ist ja schon ziemlich prominent. Und dann werden sie weitergeführt mit der Frage, und ihr, für wen haltet ihr mich? Und dann kommt ein Punkt, von dem die Jünger meinen, sie seien schon am Ende, auch ihrer Erkenntnis, ihres Verstehens. Du bist der Messias Gottes. Ja, gibt's denn noch mehr? Diese Männer haben sich auf Jesus eingelassen. Sie haben ihre Familien verlassen, ihren Beruf verlassen. Sie wandern mit ihm umher, sie machen mit ihm einen Weg, sozusagen diese große Prozession durch Galiläa nach Jerusalem und wieder zurück. Und sie sind bei dem Messias Gottes. Aber Jesus zeigt ihnen, mit diesem Verstehen, mit dieser Wegstrecke ist der Weg keineswegs zu Ende. Eigentlich hat er gerade erst begonnen. Denn Jesus führt sie weiter. Der Kreuzweg, die Prozession nach Jerusalem hinein, der Weg, den die Jünger zu gehen haben, von ihrem Versteck zum leeren Grab, all diese Wege sind noch zu gehen. Diese Wege sind noch zu entdecken. Diese Pilgerreisen müssen die Jünger noch machen. All die Prominenz von Wegen, auch von Pilgerrouten, von Pilgerfahrten, die wir unternehmen, alles das bringt uns sozusagen auf den rechten Weg, nämlich den Weg des Glaubens. Den Weg an Jesus Christus zu glauben, der sich selber als der Weg bezeichnet. All dieses Glauben und unser Leben als Christen, liebe Schwestern und Brüder, ist eine lange Wegstrecke, ist eine große Reise, eine große Prozession. Gestern noch haben wir in der Katechese über die Eucharistie darüber nachgedacht, dass auch die Messe eine große Prozession ist, die uns hinführt in das Reich Christi, durch die Botschaft von Kreuz und Auferstehung hindurch in das aufscheinende Licht des Reiches Gottes, an dem wir jetzt in dieser Feier gleich bei der Eucharistie wieder teilhaben dürfen. Das ist Gegenwart. Aber nach diesem Aufleuchten müssen wir unseren alltäglichen Weg fortsetzen. Und es steht auch uns noch eine ganz große Wegstrecke bevor. Ein Exodus, auch das ist ein Weg, ein Auszug, den Jesus am Ende des Evangeliums andeutet und der vielleicht der schwierigste ist. Es ist der Auszug aus dem, die Prozession, wenn man so will, die Pilgerreise aus dem eigenen Ich heraus. Aus dem eigenen Wollen heraus,
aus dem eigenen Bestimmen heraus, auch aus dem eigenen Träumen heraus. Und das ist das, wenn man dieses Bild oder dieses Selbstverständnis formuliert, wir sind das wandernde Volk Gottes, das ist das, was man dann oft vergisst. Dass all die, die das Volk Gottes bilden, zunächst einmal aus diesem Bunker des eigenen Ichs heraus müssen. Das ist sozusagen unsere letzte Festung, wohin wir uns zurückziehen, da sind wir sicher. Bombensicher ist das. Da erschüttert uns so schnell nichts. Aber genau das ist die Festung, in der wir verfaulen, in unserem Ich, in dem am Ende vielleicht noch ein bisschen Moder zu finden ist, aber kein Leben. Wer aus sich selber herauswandert, sagt Jesus, wer sich selbst verleugnet, wer diesen Bunker verlässt, diese Sicherheit, die damit verbunden ist, Selbstsicherheit nennen wir das, Selbstüberzeugung, wer die verlässt, wer dazu bereit ist, aus einer Luke zu schauen zunächst einmal und dann herauszugehen, der wird das Leben gewinnen. Die große Einladung des Evangeliums, liebe Schwestern und Brüder, ist, den Glauben zu finden, das Leben zu finden, indem wir auf der Pilgerschaft bleiben, auf jener Wanderschaft. Der christliche Glaube ist fest davon überzeugt und man kann die Erfahrung selber machen. Wenn wir uns nicht auf den Weg, der Mensch ganz allgemein, wenn er sich nicht auf den Weg macht, um Gott zu finden, nach ihm zu suchen, wie wir das eben im Psalm nach der Lesung gesungen haben, der Mensch dürstet nach Gott. Er ist nicht vollständig, nicht vollkommen, wenn er an Gott vorbeilebt, wenn er sich Gott nicht zum Ziel wählt seines Weges. Dann bleibt dieses Leben irgendwie verkümmert. Es findet nicht zur Ganzheit. Es bleibt immer nur von Etappe zu Etappe abgehechelt, aber es wird nie ein ganzer Weg. Lassen wir uns von Christus neu einladen. Lassen wir uns von ihm führen, ohne Angst. In Freude von ihm führen, dass unsere kleinen Etappen, unser manchmal Getrippel, das wir machen auf dem Lebens- und Glaubensweg, dass es ein ganzer Weg wird, weil wir ihn nie aus dem Blick verlieren, weil er uns herausruft aus den Situationen, den gesellschaftlichen wie dem Bunker des eigenen Ich. Und vertrauen wir darauf, dass er all das zusammenfügt, zu einem Weg, der wirklich gelingt und ans Ziel gelangt.